Einsatz im Brennpunkt Berlin-Neukölln. Wir freuen uns über jedes Feuer. Wir sind Feuerwehrmänner und wir mögen es zu löschen. Und noch viel wichtiger, zu retten. Tag schön, die Feuerwehr ist hier. Manchmal versterben die Leute auch in der Wohnung nach ein paar Tagen. Dann können sie sitzen. Wunderbar. Er hat Personen eingeklemmt. Puls weg, kriegen Tür nicht auf. Weder Zeit noch Nerven zu verlieren. Tägliche Herausforderung. So schnell wie möglich anfangen zu drücken, dass das Hirn so kurz wie möglich ohne Sauerstoff praktisch ist. Da vorne, da siehst du Rauchentwicklung, ja? Im Herzen des Berliner Bezirks Neukölln liegt die historische Feuerwache. Alarmbrand 2, Kfz, Sonnenallee. Wenn Menschen in Not sind, sind sie zur Stelle. Immer als Team, nie als Einzelkämpfer. Für Dennis Schröer einer der Gründe, warum er seinen Beruf liebt. Das ist immer wieder ein schönes Gefühl hier. Man kann sich auf den Passmann und egal halt auch mit wem man hier fährt, kann man sich verlassen. Ein Auto in Flammen, aber keine Menschen in Gefahr. Gute Stimmung bei der Mannschaft. Der sogenannte Angriffstrupp rüstet sich. Gleich wird es heiß hergehen. Das brennende Auto steht auf der Sonnenallee, eine wichtige Verkehrsader mitten durch Neukölln. Das ist ein BKW, wa? Brand bestätigt, Schnellangriff, wa? Ja. Jetzt muss es schnell gehen. Jeder weiß, was er zu tun hat. Ja, Zivildienst 5317, immer BKW-Brand bestätigt, ein BKW. Die Männer nehmen das Wasser direkt aus dem Tank ihres Feuerwehrautos. Okay. Staffelführer Björn Heinz checkt die Lage. Warum fing der Wagen Feuer? Das ist noch unklar. Rund 20.000 Autos gehen jedes Jahr in Flammen auf. Bei jedem vierten ist es Brandstiftung. Mach gleich von so, dass er das andere Auto schützt. Ja. Wasser kommt. Wassermarsch. Dennis Schröer will verhindern, dass das Feuer auf die parkenden Autos übergreift. In der ersten Reihe ist er in seinem Element. Das ist das, warum wir hier sind. Wir wollen was machen. Ne? Und das macht Spaß natürlich, wenn du dann Feuer hast. Und halt auch dieses Miteinander. Das funktioniert mehr oder weniger lautlos. Aber nicht nur am Boden ist die Lage brenzlig. Mögliche Gefahren lauern auch in der Luft. Der Rauch könnte in die Wohnungen ziehen und Atembeschwerden verursachen. Gehen Sie mal alle einfach bis zu der Kreuzung vor. Gehen Sie mal rein, Balkontür zu. Die Hausbewohner schotten sich aus Sicherheitsgründen ab. Das Neuköllner Publikum aber lässt sich von der Pole Position nicht so schnell vertreiben. Womit wir uns dann immer noch natürlich so ein bisschen auseinandersetzen müssen, ist, dass diverse Showlos hier auf der Straße sind. Und auch wenn ich mir mal sah, okay, da brennt jetzt ein Auto, dann halte ich mal ein bisschen Abstand. So denken leider nicht viele. Also gefühlt schon fast gar keine, wenn man das immer auf der Einsatzstelle so mitkriegt. Ja, die stehen dann eben auch 2-3 Meter vom brennenden Auto und haben dann noch ihr Handy in der Hand. Die Polizei steht eigentlich daneben, wo ich sage, ja, was soll das hier, ne? Aber ja, Respekt gibt es hier in gewissen Teilen Berlins nicht mehr. Noch ist die Gefahr für die Anwohner nicht gebannt. Beim Löschen gibt es eine erste Entwarnung. Er stand halt relativ nah an den parkenden Autos. Das war ganz gut, dass wir relativ zügig da waren. Das Feuer ist schnell aus. Bloß es ist halt alles extrem heiß. Es dauert also alles, bis es eine Weile runtergekühlt ist. So muss man da immer mal wieder ein bisschen kühlen, nochmal einen Moment warten, kühlen, nochmal einen Moment warten. Der ehemalige Mittelklassewagen, nur noch ein Haufen Sondermüll im Schaumbad.
Ein Brandgutachter wird sich den Fall später genauer anschauen, um herauszufinden, warum der Wagen plötzlich in Flammen stand. Die Feuerwehrleute haben ihren Teil erledigt und können schon wieder scherzen. Ja, im Wald sieht es viel besser aus. Denn. Ja. Ich bin schon gleich einen neuen Anstrich. Ja. Alles ist schick. Wirklich alles schick? Letzter Check mit der Wärmebildkamera. Ja, ist alles gut. Also das Höchste, was ich jetzt gemerkt oder gemessen habe, sind die 50. Dennis, dann legt erst mal ab. Ole, wir sollen ablegen, sagt der Chef. Wollen wir jetzt mal ablegen oder wollen wir hier weiter rumstehen? Ihre 12-Stunden-Schicht ist auch noch lange nicht zu Ende. Nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz. Die Wache in der Kirchhofstraße. Seit über 100 Jahren kommt von hier aus Hilfe für einen ganz besonderen Kiez. Neukölln. Brennpunkt und Szeneviertel zugleich. Zwölf Quadratkilometer pralles Leben. Bei den Notrufen gehört die Wache zu den Spitzenreitern in der Hauptstadt. Mehr als zweimal pro Stunde tönt der Piep. Dann heißt es, alles stehen und liegen lassen und los. Alarm, technische Hilfeleistung, M plus Notfall, Sonnenallee, Neukölln. Zur Mannschaft gehören auch die Zweierteams der Rettungswagen. Wir fahren jetzt zusammen mit dem Eller zur Unfallwohnung. Die Sanitäter fahren diesmal zusammen mit dem Löschfahrzeug los. In Zeiten der Pandemie sind die Anforderungen für alle gestiegen. Kevin Pögel, seit 6 Jahren auf der Wache, bleibt trotzdem cool. Mal abgesehen, dass jetzt Covid neu gekommen ist, aber Infektionskrankheiten gibt es ja auch schon vorher. Die hießen dann anders. Also von daher bereue ich es nicht, meinen Beruf jetzt trotzdem gewählt zu haben und bin auch immer noch gerne Feuerwehrmann. Und werde auch jetzt mich nicht davor drücken, für den Bürger da zu sein, weil das ist einfach meine Aufgabe und das weiß ich und das mache ich einfach. Geht los, ja, Boris? Boris Strebel und Kollege Pögel fahren dem Löschfahrzeug hinterher. Der Alarm lautet technische Hilfeleistung plus Notfall. Heißt also, irgendeiner ist verunfallt in der Wohnung. Das sind meistens ältere Patienten, die nicht mehr aufstehen können und die Tür selbst öffnen können. Und deswegen fahren wir wesentlich dem LRF hinterher, weil die erstmal die Tür öffnen müssen und dann schauen wir mal, was denn da los ist. Das Einsatzspektrum der Feuerwehr hat sich in den letzten Jahrzehnten enorm erweitert. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst und technische Hilfeleistung wie diese gehören dazu. Wegen der Corona-Regeln sitzt er getrennt vom Kollegen hinten. Notfallsanitäter Boris Strebel. Die Schattenseiten einer Großstadt kennt er nur zu gut. Es ist nicht so selten eigentlich, dass die Leute eben gleich genug Nachbarn hätten, genug Hilfe vielleicht bekommen würden. Oder aufgrund welcher Tatsache immer nichts passiert. Man eben alleine vor sich hin lebt, vegetiert manchmal und dann manchmal auch ganz schön verkommt. Wie schlimm es diesmal ist, weiß Strebel noch nicht. Nur, dass eine Nachbarin die Retter rief. Solange kein Notarzt dabei ist, trägt er die Verantwortung für die Patienten. Die Kollegen wissen schon mehr. Die Dame wurde schon seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen, deswegen lag die Zeitung hier vor der Tür. Jetzt wissen wir nicht, ob sie weggefahren ist oder ob sie noch in der Wohnung liegt und nicht mehr antworten kann. Deswegen brechen wir jetzt mal die Tür auf und gucken mal nach. Die beiden. Ja, die beiden. Ja. Naja, große Schloss ist ja auch schon ausgeteilt. Strebel befragt die Nachbarin. Ach, Sie haben angerufen, ja? Okay. Kennen Sie die? Die schließt sich also gerne selbst ein. Okay. Ist es schon mal vorgekommen, sowas, dass man gar nicht rein kann über Tage? Oder dass sie nein, noch gar nicht. Sonst hätte ich auch nicht angerufen. Okay. Ich habe es noch nie gegeben, dass 3 Tage die Zeitung vorne dran liegt. Mhm. Die Helfer können nur abwarten. Sie müssen auch das Schlimmste befürchten. Wir vermuten, das ist ja ein Stichwort, dass sie ist eingeschlossen, dass sie Hilfe braucht, medizinischer Art und Weise. Kann auch gut sein, dass er entweder
unterzuckert ist, ein Problem hat, ja, oder im schlimmsten Falle wir zu spät kommen. Trotz der lauten Schläge noch immer kein Lebenszeichen aus dem Inneren der Wohnung. Bei dem Lärm, also spätestens wenn jetzt meine geschlafen hätte und das Klingeln nicht gehört hätte, spätestens jetzt wäre sie an die Tür gekommen. Entweder ist er tatsächlich verstorben oder richtig hilflos. Die Tür ist doppelt gesichert mit einem zweiten Schloss. Da hilft am Ende nur Gewalt. Das heißt, nachher ist die Tür dann richtig im Arsch. Machen wir alles kaputt. Aber gut, rein müssen wir. Wir können jetzt auch nicht einfach abbauen. Wir wissen ja nicht, ob dahinter jetzt tatsächlich noch Hilfe benötigt wird oder nicht. Doch dann eine Überraschung. Eine ältere Dame begrüßt sie. Junge Frau, Tagchen, die Feuerwehr ist hier. Sie haben uns ja schon gehört. Guten Tag, wie geht's Ihnen? Mein Name ist Strebe von der Feuerwehr. Als wir die Tür aufgemacht haben, dann saß auf dem Bett und winkte uns so ganz freundlich zu und sagte, kommen Sie mal her, gut, dass Sie hier sind. Wegen eines verstauchten Knöchels habe sie nicht aufstehen können. Aber ich würde das auf jeden Fall einem Doktor vorstellen. Das würde ich schon machen. Also, ja, da kann ja einer kommen. Können Sie ihn schicken her? Nee, das können wir können mal keinen her schicken. Wir müssen sie schon mitnehmen. Also sonst können wir ihnen keine Hilfe leisten. Sie hat gesagt, dass sie ein bisschen Schokolade gegessen hat, die wahrscheinlich so nebenan war. Und sie wusste auch noch, dass sie irgendwie Tee gekocht hatte. Das hat sie aber auch irgendwie scheinbar noch hingekriegt. Den haben wir ihr dann auch nochmal gegeben. Und damit hat sie sich so über die 3 Tage scheinbar dann gerettet. Wobei es sich dann rausgestellt hat, als wir auch nochmal den Blutzucker gemessen haben, dass sie schon bei 60 war. Und das ist klar auch schon eine Unterzuckerung. Und so war sie auch. Also das war genau der Stand. Sie war noch nicht völlig unterzuckert, ne? Dann wäre sie völlig wirr. Aber sie war schon ein bisschen neben der Spur. Das hat man schon festgestellt. Die Patientin muss ins Krankenhaus. Ja, Problem ist, dass alles total eng ist jetzt da drin. Und das alles umzuräumen, da wären wir noch eine Weile unterwegs. Deswegen werden wir sie, sie ist relativ schmächtig, einmal links und rechts unter den Arm nehmen und dann hier vorziehen. So, kommen Sie jetzt, wir helfen Ihnen. Genau. Ja, wir werden Sie unterstützen, wir werden humpeln nach vorne, irgendwie kommen mit Ihnen. Die Hilfe kommt gerade noch rechtzeitig. Hoppel, hoppel, noch ein paar Meter. Dann können Sie sitzen. So, jetzt genau. Wunderbar. Gut. So, ich schaff's. Die ältere Dame hat wohl nicht realisiert, in welch gefährlicher Situation sie war. Was außer dem verletzten Fußgelenk noch alles behandlungsbedürftig ist, das werden die Ärzte im Krankenhaus feststellen. Aber auch um die Wohnung muss sich jemand kümmern. Die Wohnung ist jetzt offen, da kann jetzt jeder die Wohnung betreten. Und wir müssen uns wieder einsatzbereit melden, falls was passiert. Und die Polizei kommt hierher, kümmert sich und wartet so lange, bis dann zum Beispiel der Tischler oder Schlüsseldienst kommt, der die Tür dann wieder verschließt. Der legale Einbruch, ein Fall für die Polizei. So, der Einsatzleiter, der ist drinne. Tür müssen wir leider kaputt machen. Okay. Ja, das ist eine komplett zerstörte Tür. Ja, welche Stunde? Vorderhaus. Kevin Pöckel hat schon viele Menschen aus ihren Wohnungen befreit. Nicht immer gab es aufmerksame Nachbarn. Ist auch immer seltener, dass so noch die Nachbarschaftspflege am Laufen ist quasi, dass man auf sich aufmerksam macht. Meistens ist es dann erst, dass man merkt, dass es im Treppenhaus stinkt. Ja, und dann sind halt die Leute schon seit 1, 2, 3 Wochen tot. Ja. Aber in dem Fall war es eben nicht so. Und demzufolge hat die Nachbarin sie gerettet. So muss man es letztendlich ganz klar sehen. Ja. Also hat sie Glück gehabt. Jetzt geht es ins Krankenhaus, natürlich logisch, zum einen natürlich wegen dem Knöchel, aber auch um sie generell wieder ein bisschen aufzupäppeln. Happy End einer eigentlich traurigen Geschichte. Alarm, technische Hilfeleistung, plus Notfall, Neukölln. Viele Feuerwehrleute haben eine Ausbildung abgeschlossen, bevor Retten, Bergen, Löschen ihr Beruf wurde. Staffelführer Alessandro Jänicke war Architekt.
Das ist eigentlich die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe, weil es so einen Spaß macht, hier unterwegs zu sein. Da kriege ich fast schon Gänsehaut. Ja. Das ist wirklich eine tolle Sache. Und ich habe jeden Tag das Gefühl, dass ich irgendwas mache, was einem Menschen hilft. Oder vielen Menschen hilft sogar. Komm rein, Junge. Komm rein. Der nächste Einsatz wird Ihnen alles abverlangen. Auffahrunfall PKW auf Bus. Hinter BVG-Bus liegt eine Person angeblich bewusstlos nach Auffahrunfall. Alles klar. Ja, Person eingeklemmt. Angeblich Puls weg, kriegen Tür nicht auf. Die letzten Meter bis zum Verletzten müssen die Männer laufen. Hinter dem Linienbus dann der Unfallwagen. Irgendwo da drinnen ein Mensch. Achtung, ich schieb mal hier. Nee, hier ist gar nichts zu machen. Ich schieb, verdammte Scheiße. Nee, wir holen einen Spreizer. Und dann stellt sich raus, der war wirklich richtig eingeklemmt. Das war ein ganz, ganz doller Unfall. Das Auto hat sich so verformt, dass sein Bein so feststeckte, dass man ihn nicht herausholen konnte aus dem Fahrzeug. Und zusätzlich dazu hat er noch keine Lebenszeichen mehr gehabt. Also keine Vitalfunktion, heißt kein Herzschlag, keine Atmung. Also war absolut dringend reanimationspflichtig. Und dann ging es natürlich los. Dann wurde es zeitkritisch. Sofort beginnt Dennis Schröer mit der Herzdruckmassage. Während der Reanimation versuchen die Helfer auf der Fahrerseite, den Eingeklemmten freizuschneiden. Mit Spezialwerkzeug kommen sie schnell voran. Aber schnell genug, um dem Fahrer helfen zu können? So schnell wie möglich anfangen zu drücken, dass das Hirn so kurz wie möglich ohne Sauerstoff praktisch ist. Das ist das A und O. Da muss man dann einfach anfangen, egal wie und egal was das für Situationen sind. Ob ich dem nun mit dem Kopf fast über seinem Kopf hänge oder wie auch immer, das spielt dann keine Rolle, das ist dann egal. Nach einigen Minuten ist die Tür offen. Minuten, die sich anfühlen wie eine Ewigkeit. Ist er frei? Er ist frei. Dann kriegen wir ihn raus. Wir würden kurz intubieren, bitte. Dann warte, wir intubiert kurz. Aber wir würden ihn danach rauskriegen. Ja. Wie wollen wir ihn bergen? Hier nah zum Kopf raus. Ja, bei euch einfach raus dann irgendwie. Das Beinbord. Das Beinbord liegt schon da in der Nähe. Rauf aufs Beinbord. Füße sind frei. So, dann wollen wir mit vielen Leuten. Kann jemand starke mitmachen? Naja, wir können das Brett runterschieben. Unter ihr. Brett runterschieben? Wir haben auch das Kettsystem verloren. Ja, mit den Füßen zuerst. Es war ja klar, er muss raus und er muss reanimiert werden. Das sind ja die beiden Sachen, die wichtig waren. Das heißt, da sprechen wir von einer Sofortrettung. Das ist das Schnellste, was geht im Einsatz. Und dadurch, dass er halt dann keine Vitalfunktion mehr Zeit hat, war klar, der muss raus, egal wie. Es ist schwer, in Worte zu fassen. Man funktioniert und man funktioniert einfach sehr gut. Und umso besser und harmonischer das Team läuft, umso besser funktionieren diese Einsätze auch. Auch wenn der Verunglückte kein Lebenszeichen zeigt, die Helfer geben nicht auf und gehen dabei an ihre Grenzen. Die Rüstgruppe brauchen wir nicht, wa? Was? Die Rüstgruppe brauchen wir nicht. Der Rüstwagen kann wieder abgestellt werden. Unter der Leitung des Notarztes reanimieren die Neuköllner im Wechsel. Physisch und psychisch eine Ausnahmesituation. Weiter? Intubation, Lungendrainage. Auf offener Straße versuchen die Retter alles, um das Leben des Patienten zu retten. Letztendlich legt der Notarzt fest, wann wir aufhören. Er muss natürlich den Tod feststellen, der ist medizinisch ja auch ganz anders bewandert. Klar haben wir auch so ein paar, auch aus der Erfahrung heraus, ein paar Parameter, an denen wir sagen können, okay, so gut sieht das jetzt nicht aus. Aber letztendlich können wir nicht reingucken und also das wäre vermessen, von uns aus diese Entscheidung zu treffen. Das würden wir auch nie machen. Das heißt, wir fahren komplett das Programm ab, bis uns der Notarzt sagt, okay, ey, reicht. Nach und nach wird ihnen bewusst,
Sie haben dem Autofahrer nicht helfen können. Der Notarzt kann nur noch den Tod des Verunglückten feststellen. Das gehört mit zum Leben dazu. Also ist zwar hart, unser Job ist es, Leben zu retten, aber wir müssen mit umgehen und das gehört halt auch dazu, dass wir das nicht immer schaffen. Vielleicht gab es auch keine echte Chance. Vielleicht war der Aufprall auf den Bus zu extrem. Aber immer alles geben, das ist ihr Beruf. Ansonsten ist jetzt gerade das Verkehrsunfallkommando von der Polizei eingetroffen. Die nehmen das jetzt alles auf. Das dauert auch manchmal mehrere Stunden. Aber im Wesentlichen kommen wir erstmal runter. Wa? Jetzt mal einen Schluck trinken, durchatmen. Manchmal sind auch die Helfer hilflos. Dienstbeginn für Boris Strebel. Der Notfallsanitäter checkt die Vorräte seines Rettungswagens. Schädelkompressen, Kotzbeutel. Und zu Corona-Zeiten besonders wichtig? Ich hole mal noch Mund-Nasen-Schutz, ja? Ja, haben wir keine mehr, ne? Naja, drei Stück oder so. Ja, da ist, die gehen ja immer weg wie warme Semmel, die Dinger. Alarm, Notfall, na, Hermannstraße, Neukölln. Kevin? Ja? Was haben wir denn? Wir fahren zum Krampfanfall. Okay. Einsatzort, ein U-Bahnhof ganz in der Nähe. Immer wieder müssen die Neuköllner Retter sich auch um Obdachlose kümmern, die in den Bahnhöfen des Viertels gestrandet sind. Manche von ihnen sind Stammkunden, die häufig ihre Hilfe brauchen. Wer sie diesmal gerufen hat, wissen Strebel und Pöckel noch nicht. Also es soll sich um einen generalisierten Krampfanfall handeln, in der Mitte der U-Bahn. Generalisiert? Was heißt generalisierter Krampfanfall? Das ist generell im Krampf, ist er länger im Krampf, ist schon nicht nur kurz. Ja, da riecht er das schon. Tür öffnet an der gegenüberliegenden Seite. Guten Tag, hallo. Hallo. Haben Sie gerufen? Ja. Hat so gezappelt, ja, gekrampft, okay. Hallo, da schön, hallo, die Feuerwehr ist hier. Wie geht's Ihnen? Ja. Geht so? Ja. Epilepsie? Ja. Kann man den Mund mal aufmachen, bitte? Machen Sie mal. Ah. Ist das ja polnisch oder was? Ja. Polnisch, ja? Also, er hat richtig gezappelt, ja? Wie lange ungefähr? Oh, 7-8 Minuten. 7-8 Minuten, okay. 10 maximal. Arme und Beine? Ich probiere ein bisschen helfen. Hat Arme und Beine gezappelt, beides? Ja. Die war gut. Wie war die Gesichtsfarbe? Ganz normal. Normal, ja? Okay, gut, alles klar. Okay. Kein Zungenbiss, hat nicht eingenässt. Kein Zungenbiss, genau. Ist das ein Freund von euch? Ja, das ist ein guter Bekannter. Schon lange Jahre. Aber schade, das bleibt hier ohne Hilfe, ohne nichts. Das ist nicht normal, ne? Viele polnische Leute sagen, vielen, vielen Dank, dass es so schnell kommt, Feuerwehr. Dass es viel, viel besser funktioniert wie Polen. Frau Merkel und Rest richtig gute Arbeit gemacht. Nimmt ihr normalerweise Medikamente, weißt du das? Gegen die? Keine Medikamente. Keine Medikamente. Keine. Ihr trinkt normal Alkohol, wie immer, jeden Tag oder? Wie jeden Tag. Ganz normal. Aber warst du mit ihm heute zusammen oder nicht? Ja, ein bisschen. Nicht. Okay, und er hat getrunken so wie immer oder mehr oder weniger? Normal. Ganz normal, okay, alles klar, gut. Der Blutdruck des Mannes ist sehr niedrig. Boris Strebel will ihm deshalb eine Infusion geben. Halt mal schnell, bitte nicht wegziehen. Der Bahnsteig wird zum Behandlungszimmer. Kevin, er ist ein bisschen hypoton, er hat ganz schön wenig Druck. 75 zu 50. Willst du eine Stereo haben, oder? Die können wir ihm ruhig mal gleich anhängen, ja, genau. Ja. Zugang hast du schon? Ja, ja. Er hat nichts gesagt, nein? Okay. Der Kumpel wird zur Krankenschwester.
Halt mal kurz fest, ja? Schön oben halten. Perfekt. Die Männer aus Polen halten zusammen, auch wenn es mal schlecht läuft. Das ist ein guter Kumpel. Ich muss aufpassen auch. Das macht identisch für mich vielleicht. Das ist alles. Wie heißt er denn überhaupt? Wie heißt das? Ja, wie heißt er? Christoph. Einmal hinsetzen ganz kurz, komm mal her, setz dich erstmal kurz hin und dann wartest du erstmal kurz. Komm mal weiter hier rüber. Ja. Lass dich kurz mal festhalten, bitte. Okay. So, dann einmal hoch. Oh. Zieh mal ran den Kopf. Warte. Hast du? Ich hab ihn, ja klar. Und entspann dich, locker, ruhig, runter. Wunderbar. Gestrauchelte buchstäblich vom Fußboden aufzuheben, für die Helfer Alltag in Neukölln. Wie geht's dir? Müde, wa? Was war? Verwirrt. Ist ja nicht so selten, dass Leute krampfen. Und gerade, wenn man dann vielleicht so wie ihr auf der Straße lebt, nehme ich mal an, und seine Medikamente nicht nimmt und dann auch auf eine Epilepsie obendrauf noch ein bisschen Alkohol trinkt oder auch ein bisschen mehr, dann geht es meist nicht gut. Aber jetzt geht es zumindest etwas besser. Wegen der medizinischen Hilfe, aber auch wegen der Fürsorge. Also du meinst 7-8 Minuten hat er krampft, ne? Ja. Und vielleicht jetzt ein bisschen lange. Vielleicht noch länger. Ja. Blutzucker und Fieber messen, das ist Standard. Und was dann kommt, ist ein dringendes Bedürfnis. Pullern? Ja. Sollen wir Ihnen eine Ente geben? Ja, hast du ihn? Ja. Ich mache die Tür zu. Auch das gehört zur Ausstattung eines Rettungswagens. Schmeiß mal am besten draußen weg, oder? Ja. Pögel und Strebel sind für die Menschen da, in jeder Lebenslage. Das entleerte Gefäß landet im nächsten Mülleimer. Fahren wir ohne Sonderrechte, ja, okay. Ohne viel Schaukeln. Ja. Ins Neuköllner. 940 Einsätze hat die Berliner Feuerwache jeden Tag. In 80% aller Fälle wird der Rettungswagen losgeschickt. Strebel und Pöckel rücken in jeder 12-Stunden-Schicht zwischen 6 und 10 Mal aus. 38. Gelassenheit, Engagement, Erfahrung und viel Herz. Die beiden Sanitäter bringen alles mit, um einen guten Job zu machen. Wenigstens haben wir noch Glück gehabt, dass er wenigstens halbwegs getroffen hat mit seiner Pipi. Und dass er Bescheid gesagt hat. Stimmt. Ja. Ja. Manch innen lassen oder manch innen lässt einfach laufen. Ja. Hast du schon abgewischt den Stuhl ein bisschen? Oder soll ich mal der ist schon. Ach, der ist schon, okay. Ja. Das ist schön, mit so guten Mitarbeitern zusammenarbeiten zu dürfen. Das ist unglaublich. Gut. Wir fahren eigentlich ganz gerne zusammen, ja. Ja. Ja, also das läuft eigentlich ganz gut. Ich denke, dass wir uns auch sehr gut kompensieren. Der eine ist immer für den anderen auch da. Jeder hat ja immer mal so. Ob es jetzt mal mit dem Zugang zum Patienten, ne? Nicht jeder kriegt ja mal den perfekten Zugang zum Patienten, also auch Boris, ja, nicht, auch wenn er... Nicht intravenös, er meint, nee, genau. Rein menschlich. Rein menschlich, genau, richtig, genau. Und da ergänzen wir uns eigentlich ganz gut, war Boris? Doch, würde ich auch sagen. Siebzehn Feuerwehrleute und Rettungsdienstler gehören zu einer Schicht. Alarm gleich zu Dienstbeginn. Licht an, Piepton ein. Alarmbrand 2, Herzbergstraße, Neukölln. Maximal 90 Sekunden bleiben den Männern, um loszufahren. Doch dann wird nicht alles nach Plan funktionieren. Am Steuer Ronny Graunke, neu in der Truppe. Das gemeldete Feuer soll ganz in der Nähe sein. Brände machen nur noch etwa 2% aller Einsätze der Feuerwehr aus. Sie sind für jeden Feuerwehrmann eine Art Highlight. Schnelligkeit ist oberstes Gebot. Doch diesmal gibt es Schwierigkeiten. Wir haben eine Einsatzstellenberichtigung. 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 Jüdische Straße. Die Adresse wird nochmal korrigiert. Die Fahrt gerät in Stocken. Ja, so also ist recht. 51-1. Alles wird kommen. Römische Straße. Kommen. Ah, Ronny. Überzeug. Lass dich hin. Zurück. Fahrer Ronny Graunke kämpft sich vorbei an Baustellen. Mit dem Riesenauto durch enge Anliegerstraßen. Sind Sie hier richtig?
Da steckt rein, da siehst du schon, ne? Das Blaulicht da vorne. Erst ein Blaulicht gibt wieder Orientierung. Ja, aber warte mal, die sind ja... Jetzt stehen wir hier schon, warte mal. Warte mal. Das Feuerwehrauto einer anderen Wache biegt als erstes in die Zielgerade ein. Die Neuköllner sind nur Zweiter. Das hat Konsequenzen. Zu spät. Bedankt euch bei Ronny. Der Neuling am Steuer muss einiges einstecken. Das ist im eigenen Beritt, Alter. Ja. Richtig schlecht. Ja, richtig schlecht. Klar brennt es. Ey, Ronny, das war echt kacke, ja. Ja. Na, dass da vor dir ein anderes Auto steht. Nee. Das ist unser Beritt, Alter. Überraschenderweise war schon das zweite alarmierte Löschfahrzeug da. Ja, die kam gerade vor uns an. Und das war natürlich schmerzhaft, ne? Weil das ist direkt bei der Wache. Wir haben uns auch beeilt. Irgendwie haben die es geschafft, schneller da zu sein als wir. Und man hat schon gemerkt, ja, die ganze Straße war verraucht. Also da war offensichtlich ein Brandereignis. Dann sind wir ausgestiegen zur Erkundung. Und nun ja, der erste entreffende Staffelführer ist nun mal Einsatzleiter. Natürlich lässt sich das erste Fahrzeug den Löschangriff nicht nehmen. Die Kollegen von der Nachbarwache stehen jetzt in der ersten Reihe, um das brennende Gartenhaus zu löschen. Die Aufgabe der Neuköllner? Die Bewohner in den angrenzenden Häusern schützen. Man hat schon gemerkt, der Rauch, der zog da in zwei offene Innenhöfe rein. Und da waren auch verschiedene Fenster offen und die Leute haben dort geschlafen. Ne? Und so war das völlig klar, wir müssen unbedingt in diese Höfe reingehen und dort die Aufgänge kontrollieren. Weil wenn da jetzt wirklich ein Fenster offen ist und der Rauch zieht ganz ungünstig in diese Wohnung rein, dann kann das auch schon wirklich eine Gefahr bedeuten für die Menschen da drin. So, der A-Trupp, ihr nehmt diesen Aufgang hier, weil wir da nicht wissen, wie weit der von der anderen Seite auch noch Rauch gegengeschlagen ist, gegen die Fassade. Ja. Und der Wassertrupp nehmt dann bitte auf der Seite alle Wohnungen. Falls da euch Rauch, wieder Rauch zu dick ist, müsst ihr halt aufhören. Ansonsten bitte einmal jeden Wach klingeln, einmal Hallo sagen. Die meisten Anwohner schlafen vermutlich und haben womöglich von dem Feuer nichts mitbekommen. Morgen, die Feuerwehr. Ist bei Ihnen Verrauchung in der Wohnung oder ist alles okay? In Englisch. Do you smoke in your room? No? Okay. Wie kommt denn das? Hinterhaus. Ach so. Die nächste Straße, da macht eine Laufregung an. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Ja. Haben Sie Verrauchung in der Wohnung? Bitte? Nee, gar nicht. Unterdessen steht das Gartenhaus mitten im Wohnblock vollständig in Flammen. Das Problem? Die Schläuche bis weit in den Hinterhof zu verlegen. Auch die Wegaktion ist nicht ganz einfach. Feuerwehr! Guten Morgen! Ist bei Ihnen Rauch in der Wohnung? Lassen Sie die Fenster einfach zu, ja? Wohnung für Wohnung muss kontrolliert werden. Hallo, die Feuerwehr, machen Sie mal bitte auf. Ja. Wissen Sie, ob hier jemand zu Hause ist? Nee, da sind bloß Monteure. Na klar. Erste Entfernung. Niemand ist in Gefahr. Und auch beim Feuer gewinnen die Männer mehr und mehr die Oberhand. Beide Trupps haben ihren Job gemacht. Kontrolle ist abgeschlossen, alles soweit übersichtlich und keine Rauchbeaufschlagung in den Wohnungen kommt. Ja, super, danke. Die Stimmung dagegen nicht super, trotz der guten Nachrichten. Rauchfrei, drei Wohnungen sogar. Ja, super. Alles von Anfang an beschissen gelaufen. Weil schon die Anfahrt nicht gestimmt hat, das ist unser Beritt. Wir hätten hier schon lange sein müssen als Erste. Und dann hieß es, wir fahren auf diese Seite und fangen von hier nochmal an, diese Wohnungen zu kontrollieren.
Da haben wir halt kontrolliert, aber ist nicht verraucht. Ja, das war unser Auftrag jetzt hier. Mehr kann ich dazu nie sagen. Der Frust, dass die Kollegen schneller waren, sitzt immer noch tief. Na dann schade. 800 Meter von der Wache entfernt. Und wir pimmeln hier rum. Aber auch ein Heimspiel geht mal verloren. Alarm, Notfall, Columbia Damm, 192, Neukölln. Auch Team Pögel und Strebel ist wieder mit Blaulicht unterwegs. Neben der Halle ist ein Sportplatz. Und ich glaube, da kommen wir nicht vom Columbia Damm aus ran, sondern vom Flughafen aus. Weißt du, was ich meine? Also fahre ich Flughafenstraße. Fahr die Anfahrt zum Flughafen und da geht rechts davor, müsste keine Straße weggehen. Oder vielmehr so ein asphaltierter Pfad. Aber du meinst nicht die Oderstraße zum Tempelhofer Feld, oder? Da hinten ganz an der Ecke. Ja, ich weiß nicht, wie die Straße jetzt heißt. Die schnellste Route kann Leben retten. Wenn es um den besten Weg geht, können sie es mit jedem Berliner Taxifahrer aufnehmen. Ihr Einsatzort. Ein Fußballplatz mitten in Berlin. Sie werden schon erwartet. Können wir aufs Feld fahren? Nee. Ja, ich glaube ja. Das ist ja auch krass hier. Ich fahre mit dem RTW Fußball spielen. Mache ich den Teppich hier noch kaputt? Da muss ich dran vorbei, kann man die Trage herausnehmen. Jo. Jo. Ein Spieler liegt am Boden. Der Trainer ist bei ihm. Hallo, Tag. Ist er umgeknickt oder was? Umgeknickt, das ist vor circa 2 Jahren schon mal passiert. Okay, die Kniescheibe, ja? Kniescheibe ist draußen, alles klar. Pass auf, wir werden dich auf die Trage vorsichtig packen. Mit den Schmerzen kommst du klar, geht erstmal so. Eine herausgesprungene Kniescheibe, das tut richtig weh. Tut's jetzt auch in Ruhe komplett weh? Okay, klar. Das war relativ lang, glaube ich. Ja. Jede Bewegung, für den Verletzten eine Qual. Ich öffne mal nur. Ganz ruhig atmen, ganz ruhig. Nur für dich zur Erklärung, ja. Wir haben eine Schaufeltrage, die werden wir unter dich schieben jetzt, ja. Mhm. Und dann können wir damit dich dann möglichst bewegungslos auf die Trage. Das ist so, wie das fixieren, vor 2 Jahren passiert. Mal ran, okay. Locker, ja. Nicht okay. Anspannen, nicht anspannen. Ich bin gleich fertig, Locker, bleib locker. Guck mal, es ist nichts. Du liegst immer noch. So tickst du mir noch, Kevin? Ja. Okay. Ganz kurz Zähne zusammenbeißen, ganz kurz. Und jetzt, du schaffst das. Oh. Wir geben jetzt was zum Beruhigen und gegen die Schmerzen, ja? Die Medikamente werden über die Nase verabreicht. So wirken sie besonders schnell. Jetzt mal versuchen, ob wir ihm mal die Decke zwischen die beiden Beine packen. Wie sind die Schmerzen jetzt? Erheblich besser oder? Ja, schon. Erheblich besser, okay, dann. Wenn wir jetzt die Mami mal reinholen, dann fahren wir ins Krankenhaus mit dir, mit der Mutter zusammen. Einverstanden? Die Mutter darf ihren minderjährigen Sohn im Rettungswagen begleiten. Das Kniegelenk soll jetzt so wenig wie möglich bewegt werden. So, jetzt schön vorsichtig fahren. Da ist die Kniescheibe deutlich raus. Sie hat natürlich auch ordentlich Schmerzen und jeder Huckel, den wir jetzt hier mitnehmen, verursacht nochmal erheblich mehr Schmerzen. Heißt im Endeffekt letztendlich, dass jetzt jede Bodenwelle auch mein Feind ist. Zügig und vorsichtig fahren, das ist die Herausforderung. Schön langsam, ganz langsam, ja. Noch langsamer. Die Federung hinten im Rettungswagen ist nicht patientenfreundlich und die Berliner Straßen sind es auch nicht. Hast du überstanden? Ja, die wissen schon Bescheid. Der Chirurg ist schon da, die erwarten dich schon. Boris Strebels Diagnose? Das wird wieder. Schon bald kann der Spieler hoffentlich neu angreifen. Alarm, Brand 2, Hermannstraße, Neukölln. Das Löschfahrzeug muss los. Es ist 2.30 Uhr in der Nacht. Alessandro Jänicke hat das Kommando. Einsätze nach Mitternacht gelten als besonders anstrengend. Aus dem Schlaf gerissen werden, sofort einsatzbereit sein, das geht an die Substanz.
Ist direkt U-Bahn auf Bordienstraße. Die Männer vom Angriffstrupp rüsten sich mit Atemschutzmasken aus. In einem U-Bahn-Aufzug wurde Rauch gemeldet. Ja, da vorne, da siehst du Rauchentwicklung, ja. Ja, soll ich dran vorbei? Da vorne, ja. Ich fahr dran vorbei, ja. Ja, fahr dran vorbei. Hältst du hier an. LF 51 an einer Stelle eingetroffen. Ja, der A-Trupp fertig machen zur Brandbekämpfung. Ja. Rauchentwicklung, beginnen mit den Löschmaßnahmen. Du sagst, es hat innen drin noch gebrannt? Es hat rechts hinter der Verkleidung gebrannt. Rechts hinter der Verkleidung, alles klar. Willst du Kraft oder Wasser? Das macht immer mit Wasser. Ein Feuer, das sich womöglich unterirdisch weiter ausbreitet. Ein Szenario, das alle fürchten. Noch ist unklar, wie weit sich das Feuer in den Aufzug hineingefressen hat. Da scheint ein Stück von der Matratze gebrannt zu haben, direkt hier vorne am Eingang des Aufzugs hier vorne. Es hat eine riesige Rauchentwicklung gegeben, waren auch erstmal Flammen sichtbar, die gemeldet wurden. Und der ganze Aufzugsschacht, also natürlich auch oberhalb hier, ist dementsprechend verraucht gewesen. Kommt immer zurück, besetzt die Leiter und schaut von oben, wie sich der Aufzugsschacht entwickelt. Ein anderes Fahrzeug wird den U-Bahnhof übernehmen, komm. Auch wenn es eine erste Entwarnung gibt. Sicher ist sicher. Der Leiterwagen wird in Stellung gebracht. Zwei Männer sollen hoch in den Korb. Ihre Experimente. Ja, natürlich, ja. Sigi, wir fahren einmal aufs Dach hoch. Wir sollen einmal aufs Dach hoch. Soll ich mit dem Halligentour ein bisschen drücken, oder? Die Lage am Aufzug noch immer unübersichtlich. Weiter. Reicht aber, oder? Ole? Ja, geh noch ein bisschen. Der Rauch hat sich verzogen. Jetzt beginnt die Suche nach weiteren Glutnestern. Nee. Das hat, glaube ich, auch nur hier draußen gebrannt. Hier der ganze. Hier. Nur die ganze Scheiße hier vorne. Nun kommt es auf die Männer im Leiterkorb an. Sie kontrollieren mit der Wärmebildkamera von oben. Rote Stellen auf dem Screen bedeuten, noch ist es brandgefährlich. Siehst du jetzt schon was? Ich fahre mal. Hier vorne? Fahr mal auf der gleichen Höhe, dass wir da mal lang gehen mit der Kamera. Ja. Dass ich das mal sehen kann. Ein bisschen dichter noch, fahren wir mal ein bisschen rüber. Ach, das ist gar nichts. Null, niente. Ja, ja. Wird kalt. Also du kannst noch mal hier so ein bisschen in der Dämmung rumspüren da drin. Das schmaucht noch ein bisschen, aber das wird auch noch ewig rauchen da drin. Das boah, ist ich das mal ablegen. Ja, ich denke, ihr könnt ablegen. Ja, unten ist alles sauber. Super. Dann könnt ihr ablegen. Dann machen wir ESTUK, ja. Eventuell hat hier ein Schlaflager gebrannt. Rauch und Flammen sind in den Schacht gezogen. Alessandro Jänicke macht die letzte Kontrolle. Ja, mal kurz. Ja, alles gut. Nichts weiter. Glück gehabt. Man kann auch mal Glück haben, nachts in Neukölln. Das Glück. Es ist eben mit den Tüchtigen, den tüchtigen Rettern aus Berlin.